Herzlich willkommen zurück bei meiner Reise ins Ungewisse. In eurer Abwesenheit habe ich mich natürlich weiter auf dem Hof umgesehen und Kanister mit Treibstoff gefunden. Ich hätte mich wohl besser umsehen sollen, dann hätte ich den Treibstoff nicht kaufen müssen. Aber gut, jetzt ist es zu spät. Auch etwas Brennholz habe ich entdeckt, das mein Großvater wohl schon für den Winter vorbereitet hat. Da es momentan sehr warm ist und ich erfahren habe, dass der Händler auch Holz annimmt, wollen wir mal sehen, wie viel Geld das bringt. Kommt mit! Ich zeig es euch! Vielleicht sollte ich Arbeitskleidung anziehen, bevor ich mich an die Arbeit mache. Gebt mir einen Moment. Da bin ich wieder. Und bitte spart euch die Kommentare wegen dem Hut. Einen Sonnenstich bekommt man schneller, als man denkt. Aber jetzt an die Arbeit. Sehen wir mal, ob das gut geht. Nicht die beste Arbeit, aber für den Transport wird es schon reichen. Dann wollen wir mal los zum Händler. Ich erspare euch mal die langweilige Fahrt. Ganze 1472 Euro. Gar nicht übel. Aber jetzt schnell wieder zurück. Ich will mich noch um das Kartoffelfeld kümmern, das komplett verdorren ist. Das Feld muss dringend gegrubbert werden. Also nichts wie rauf auf den Traktor. Thank you.
Bei dieser Beschäftigung hat man viel Zeit zum Nachdenken. Ich überlege, wie ich in naher Zukunft mein Kapital aufstocken kann. Soll ich mich an die Forstwirtschaft wagen oder lieber mein Glück in der Silageproduktion suchen, um an Geld zu kommen? Vielleicht gibt es auch noch einen anderen Weg? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Dann wollen wir uns die getane Arbeit mal genauer ansehen. Gar nicht schlecht für das erste Mal grubbern. Ich bin zufrieden. Jetzt will ich noch das Gras schwaden, das ich letztens gemäht habe.
So, jetzt brauche ich eine Pause. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich würde mich sehr über ein Abo und ein Like freuen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei bei meiner Reise ins Ungewisse.